Ich bin mittlerweile bei Tag 358 in dieser Welt und deshalb gibt es auch nicht mehr allzu viel hier zu tun. Doch eine Mission ist immer noch offen und zwar alle Achievements zu bekommen. Das Ganze ist unterteilt in 5 Tabs und ich würde sagen, wir versuchen heute mal Oberwelt, also Minecraft und das Ende abzuschließen. Also würde ich sagen, machen wir uns direkt an die Arbeit und craften unseren ersten Enchanter. 2 Diamanten, ein Buch und 4 Obsidian. Boom, da ist unser Enchanter. Ich würde sagen, ich stelle den mal random hier oben auf, weil ich dann noch Bücher drumherum bauen kann. Also einfach hier. Und dann muss ich jetzt auch noch irgendwas verzaubern. Kann ich meinen Eimer verzaubern? Schade. Oh, warte, ich kann ein Buch verzaubern. Okay, Sharpness 1 ist zwar komplettes Müllbuch, aber wir haben das Enchantment abgeschlossen. Und somit Minecraft anscheinend auch schon fertig. Nice. Das heißt, ab ins Ende. Also wir müssen einmal den Enderdrachen respawnen und seinen Atem einsammeln. Klingt easy. Wenn jetzt, wo man einmal an Gas braucht, spawnte keine. Oh, Skelett mit Goldrüstung. Tschüss, da ist er. Return to Sender könnten wir dann auch noch versuchen abzuschließen. Ja, wie kriege ich den in die Richtung von dem Gas? So. Oh. Ja. Ja. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dieses Achievement habe. Oh mein Gott. Oh, ich brauche ein Enderauge dafür, okay. Ich glaube, Enderperlen habe ich hier keine, aber ich weiß, dass ich im Ende jede Menge habe. Also nehme ich mal gerade ein Crafting Table mit und dann geht's ab ins Ende. So, da haben wir 4 End Crystals. So, und wenn ich mich jetzt nicht irre, muss man hier, hier, hier und hier die platzieren, genau, und dann respawnt der Drache. Habe ich alles dabei, um ihn zu falten? Ah, wird schon passen, Digga. Ich hab ne Elytra. So, mal gucken, was passiert ist bei dem Turm da hinten. Jo, ist auf einmal wieder ganz. Ja, moin. Der Drache kommt zurück. Oder auch nicht. Oh, da ist er wieder. Schade. Ein weiteres Mal darf ich wieder 10.000 Mal an den Turm vorbeischießen. Aber diesmal habe ich Infinity. Oh, warte, das muss ich ja auch einmal sammeln. Zack. Nice. Damit haben wir das auch. Der Drache wird sich auch wundern. Hä, was geht mit ihm ab? Seit wann kann er fliegen? Come on. Ja! Hä? Landet, let's go! Okay. Sehr interesting. Oh Mann, ich wollte meinen Bogen finishen. Oh, lol. War mehr Damage als gedacht. Aber let's go, wir haben es geschafft. Der Drache ist ein zweites Mal besiegt. Ja, das waren dann auch schon die Achievements. Da jetzt alle Oberwelt- und End-Achievements schon gemacht sind, schauen wir mal, was es im Nether noch zu machen gibt. Okay, das sollte easy sein. Bevor ich mir aber einen Strider holen kann, brauche ich natürlich erstmal eine Angel. Brauche jetzt einen Warped Fungus. Ja, da hinten ist der Warped Forest. Brauche ich einen Sattel für einen Strider? Ich fürchte ja, ne? Wie kriege ich einen Sattel? Da das Ding in Wüstentempeln sehr wahrscheinlich sein soll, gehe ich jetzt mal in die Wüste. Oh. Ich glaube, hier finde ich keinen Sattel mehr. Ich würde sagen, das Ganze mit dem Sattel und die anderen Achievements hebe ich mir für die nächste Folge auf. Allerdings kann ja jetzt noch nicht die Folge rum sein. Deswegen würde ich sagen, baue ich endlich mal meine Tradinghalle fertig. Hold up. Bro, warum ist er nicht rausgelaufen? Hilfe. Ehrenmann, Digga. Dann muss ich jetzt gucken, dass ich noch ein paar Crimson-Stämme sammle. Warum wächst denn bitte ein Warped Fungus in einem Crimson-Wald? Das müsste mir mal jemand beantworten, bitte. Ich denke, das könnte erstmal reichen. Die Wände sind jetzt soweit fertig, der Boden allerdings noch nicht, weil ich halt einfach nicht genug Lava habe im Moment. Also ist jetzt Warten angesagt und in dieser Zeit kann ich nochmal für die 2 restlichen Hunde eine Hundehütte bauen, damit die nicht immer im Regen sitzen müssen. Schreibt doch sehr gerne noch Namensvorschläge in die Kommentare. Aber Maurice, bitte diesmal wirklich nur einen, okay? Ich will nicht nochmal 20 Hunde holen müssen. So, jetzt ist die Frage, wo stellen wir die Hütten hin? Wir könnten sie natürlich noch hier nebendran stellen oder wir erweitern die Plattform hier und stellen hier noch ein bisschen was dran. Und natürlich fehlen mir wieder Baumstämme. Was ist hier passiert? Oh mein Gott, stimmt ja, die Lava. Oh no, mein Dorf brennt. Da ich jetzt eigentlich nur noch warten muss, bis die ganze Lava oben durchgetropft ist, dass ich hier das Ganze auffüllen kann, sammle ich mal Materialien für den Bau einer Farm, welche ihr in der nächsten Folge seht. Oh nee, das ist jetzt suboptimal.
Der Boden hier ist jetzt soweit fertig. Hier hinten kann ich den leider nicht austauschen, weil es sonst mein ganzes Redstone zerstören würde. Und hier hinten muss noch der eine Block irgendwie ausgetauscht werden. Kein Plan, warum das auf einmal Granit ist. So, und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Lasst sehr gerne noch ein Like und ein Abo da. Nächste Folge werde ich dann eine weitere Farm bauen, um später dann die restlichen Achievements zu holen. Aber bis dahin dann erstmal, ciao!